Wer lächelt mehr, Männer oder Frauen? Weltweit, in jeder Kultur, wer lächelt mehr, Männer oder Frauen? Es sind eindeutig die Frauen. Warum lächeln Frauen öfter? Warum zeigen sie mehr mimische Signale und warum fassen sie sich deutlich öfter untereinander an? Frauen, was war im Laufe der Evolution für die Frau immer die größte Bedrohung? Wenn man die Evolution im Großen und Gesamten anschaut, war nicht das Unwetter, die Krankheit oder das wilde Tier die größte Bedrohung, sondern es war der Mann. Wir Männer haben deutlich mehr Muskelkraft. Unser Testosteronspiegel ist deutlich höher und das senkt die Hemmschwelle. Und unsere Amygdala, ganz ein wichtiges Aktivitätszentrum im Gehirn, ist bei Männern deutlich größer und zwar schon früher größer entwickelt als bei Frauen. Diese drei Faktoren im männlichen Körper prädestinieren den Mann dazu, dass man Probleme eher mit Aktivität löst. Und was ist die intensivste Form von Aktivität? Es ist Aggressivität. Ich unterstelle nicht jedem Mann, dass er das macht. Überhaupt nicht. Ja? Das machen die wenigsten Männer. Aber ich will nur eins dazu sagen, wir hätten es zumindest zur Verfügung. Die Kraft und auch im Zweifelsfall die Bereitschaft, sie einzusetzen.